Moin Moin und willkommen zu einem geteilten Teil, weil der sonst zu lang wäre, und Mario Kart Double Dash. Heute mal spielen wir wieder Grand Prix und heute mal geht es in 50 los. Wir spielen mit Toad und Toadette und wir spielen... Der eine oder andere mag ja nicht glauben, in welchem dass das, was mit diesem Durcheinander-Zwitschen ist, blind ist. Ich drücke irgendwann A und können dann gucken, wenn sie Juhu gemacht haben, was sie gefahren sind oder vorher. Diesmal habe ich es jetzt gar nicht gesehen. Heute und am Donnerstag. Oder wann war ich? Weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt hochlade. Auf jeden Fall. Im ersten Teil sehen wir 8 dieser schicken Strecken und im zweiten Teil sehen wir 8 dieser schicken Strecken, außer der Teil ist so kurz, aber ich glaube nicht. So, Meisterschaft. Was ist in dieser Meisterschaft eigentlich zu beachten? Ein oder andere Fragen. Wir fahren alle Rennen. Es sind 16 Rennen zu bestehen und diese 16 Rennen werden jetzt allesamt gefahren. Ja, oh, wir fahren im Luigi-Karre. So, Toad und Toadette kam bislang nicht gerade viel drin vor. Deren Special Item ist, ja, der Goldfisch. So, 50 ist noch Kinderkram, eigentlich. Ja, außer ich stelle mich extrem trottelig an. Mann, ey. Der 50er Cup. Eigentlich noch wirklich für die ganz einfachen Sachen. Ich habe mich für Toad und Toadette entschieden. Begründung, damit die auch einen Solo-Auftritt kriegen. Wie kann hier ein Fragezeichen kommen? Wahrscheinlich hat irgendjemand da von der anderen Seite versucht zu werfen. Ich habe mich für die beiden zumindest entschieden, aus dem Grund, dass die halt einen Einzelauftritt haben sollten. Und der 100er Cup, klar, auch gut wäre, aber ehrlich gesagt, nö. So. Ja, weit vorne, super. Müssen wir mal treffen lassen. Nein, nicht wirklich. Die Zuschauerzahlen. Also, ja, der ein oder andere YouTuber sagt ja auch immer, oh, Zuschauerzahlen. Ganz wichtig. Soll ich jetzt deswegen meinen? Soll ich jetzt deswegen sagen, ich höre auf? Oder soll ich deswegen sagen, irgendwie nicht? Weil seit FIFA vorbei ist, läuft es nicht so ganz mit dem Kanal. Also, Aufrufzahlen sind so zwischen 5. Und ja, 20. Nicht wirklich hochgradig, aber andersrum. Top-Projekt FIFA ist weg. Ne? Ach ja. Das Hauptprojekt FIFA ist weg. Und dann könnte man ja sagen, ja, okay, dann kann man erst mal gucken, wie das der Kanal sonst so läuft. Und wir haben das erste Rennen gewonnen. Mit der ersten katastrophalen Runde. Aber mit einer Überrundung à la excellence. 10 Punkte. Ja, diesmal versuche ich 160 Punkte zu erreichen. Irgendwie, also 50er. Also, ich würde euch dieses machen. Yoshis Piste. Ja, der eine oder andere mag jetzt auch sagen, hier Yoshis Piste. Hä? Zweites Rennen? Warum? Also, wenn ich hier Meisterschaft fahre, ne, ist was anderes als zweites Rennen. Das ist, liegt daran, dass das erste und das 16. Rennen vorgegeben sind. Der Rest ist nach Zufall. Also, ich kann jede Strecke, außer die erste und letzte Strecke in diesem Mario Kart kommen. Ey, guck mal, auch mal gucken, vielleicht können wir das Item kriegen. Machen wir ein bisschen hinterher. Safety Car Fahrt. Kennt man ja aus der Formel 1. Ja, Formel 1 kommt auch noch irgendwann mal. Jawohl, wir haben ihn. Das ist er.
Das ist das Power-Item von Toadie Boy. Der Goldfisch. Und den Stern hab ich auch noch dazu. Der Stern. Bam! Was wollte ich hier sagen? Ja, die erste Strecke und die letzte Strecke sind vorgegeben. Restlichen Strecken sind alle zufällig. Die erste Strecke ist Luigi's Piste und die letzte ist Regenbogen Boulevard. Also kann es natürlich sein, dass es immer unterschiedlich ist. Ja, ist beim einen so, beim anderen so. Zu den Aufrufzahlen, ja. Also der eine oder andere mag jetzt meckern. Das hat doch alles keinen Sinn jetzt zu machen. Let's say, du hast ja das nicht und nö und bö und dä und... Ja, das habe ich ja mal vor, ich glaube, 2-3 Jahren gesagt. Dieses Wort. Selbst wenn einer irgendwo ein Video guckt und ich demjenigen eine Freude mache damit, dass ich dieses Video hochgeladen habe, reicht das mir schon. So, und da ich ja weiß, dass mindestens eine Person, die ich ja sogar kenne, die jedes Video sich anschaut, und ja, dann mache ich halt nur für diese eine Person. Und es ist nicht meine Lebensgefährtin, die ist es nicht. Die guckt sich gar kein Video an, das habe ich schon mal thematisiert. Die schaut sich keine Videos an. Die findet das nicht so toll. Die meint dann immer so, dass gut ist. Wenn man selbst da ist, ist es besser, als wenn man irgendwie sich nur hört oder nur sieht. Oder... Ja, okay, nur sieht, glaube ich nicht. Wenn ich mit nur hören die Sache. Naja, und dementsprechend kostet sich das nicht an. Gab ja mal einen Vlog dazu. Wer auch immer jetzt meint hier, der jetzt Mario Kart schaut und sagt, Vlog, hä? So was hast du mal gemacht? Ja, so habe ich was hab ich mal gemacht, habe ich aber... Habe ich letzten Jahr aber aufgehört. Wegen unerfolgreich sein und weil das wirklich endlich war. So wirklich auf Resonanz getreten hat, obwohl die Let's Plays außerhalb von Hauptprojekten auch nicht so auf Resonanz getreten. Aber das habe ich ja gesagt, bei den Let's Plays was anderes als bei den Vlogs. Und wir machen mal ein bisschen Party! Ja, Party! Erste Runde war katastrophal, ja, dafür haben wir das Item gesehen. Das ist das Item da gewesen. So, sieht's aus. So. Falls der ein oder andere sich auch wundert, weswegen auch manchmal die Mikroqualität so ein bisschen anders ist gegenüber anderen Spielen. Momentan habe ich 3 verschiedene Mikros im Repertoire. Das eine habe ich mit dem Flow zusammen, ne? Den habt ihr ja bestimmt schon bei der Kategorie Spiele, die ich normalerweise nicht spielen würde, schon gehört. Immer Samstag und Sonntag, 21 Uhr, online hier bei Immon. Ne? Für Leute unter 18 nicht geeignet. Kann man das auch nicht sagen? Ja, man kann das auch nicht sagen. Genau. Also, genau. Für Leute unter 18 nicht geeignet. Aber. Ja. Ne? Kommen wir zu Mario Kart über. Und der war jetzt ganz gemein. Der war arschig, du. Aber ehrlich gesagt, hier, das ist wirklich lappenhaft. Die können wir ja richtig einfach überholen. Ich fand den 50er Cup immer so ein Einsteiger Cup. Also, wenn es Mario Kart 8 gibt, wird er auf jeden Fall auch Let's Play, klar. Und, auf jeden Fall wird er dabei sein. So als Einübung. Da wird auch Mario Kart 8 wird auch Blindspiel geht, ja. Das habe ich immer mein Erden. Aus dem Smash Bros. Von vorher raus, das ist der erste. Oder halt FIFA. FIFA, wow, für die PlayStation 4. Auch blind. Bei PlayStation bin ich nicht so der Spieler. Ich bin eher Nintendo, das habt ihr auch bestimmt schon bemerkt. Dass ich hier mehr Nintendo-Spiele habe. Außer jetzt das eine. Das war eigentlich mal das Nintendo.
oder? So. Ich wollte mal den Weg hier zeigen. Weil der eine oder andere kennt die gar nicht, diese Wege. So. So, das war ein Double-Item. Es gab nur ein Item. Warum? Mag jetzt der eine oder andere fragen. Wir hatten noch ein Item gehabt, das wir gerade geworfen haben. Das wären wir in dieses Fragezeichen reingeschlittert sind. Und dementsprechend kriegt man halt nur noch ein Item. Gucken wir mal, wie das aussehen wird bei Mario Kart 8. Oder bei irgendeinem anderen Mario Kart. Vielleicht gibt es ja diese Double-Version bei irgendeinem Mario Kart wieder. Und dann kann man da machen. So. Vor uns ist keiner, hinter uns. Meine Fresse, Wahnsinn, wo sind die denn hin? Das ist unser Fragezeichen. Yeah. Ja, ich sollte auch mal in diesen Weg fahren. Wurde mir auch per Nachricht gesendet. Ihr müsst keine Kommentare hier schreiben. Ne? Also ich lese auch diese ganzen Nachrichten. Und beantworte sie so gut wie es geht. Weil der eine oder andere vielleicht ein bisschen zu schüchtern ist, um eine Nachricht zu schreiben. Um Kommentar abzugeben, weil es gibt ja den einen oder anderen hier auf der, dann weiß ich nicht mehr, Gegenstecker. Also. So, die Runde ist gleich rum. Und unter uns war ein Stern, aber trotzdem gewonnen. Tipp. Yeah, you are the best! Yeah! Schade, dass es eigentlich sowas wie die Meisterschaften nicht bei den kommenden, also bei den kommenden Karts gab. Was ich auch schade finde. Ne, so eine Meisterschaft, wo alle Rennen möglichst hintereinander weggefahren werden. Wäre lustig für ihn. Obwohl, bei Mario Kart Wii mache ich das ja manchmal mit meinen Freunden. Ne, wenn man Mario Kart wird und so. Ne, Let's Play gab schon dazu. Offline wie online. Online kam man gar nicht an. Offline. Bisschen. Ne, in den Playlist. Playlist nicht findet, da gibt's extra. Ich hab extra dafür für. Wow, Bibliothe. Sehr schön. Extra oben auf der Seite gibt es, also bei der normalen Page. Aber auf YouTube gibt's extra oben ein Icon. Da stehen alle Videos, da könnt ihr einfach auf alle Videos klicken. Entweder ihr geht dann, ihr scrollt dann runter die ganze Zeit, bis irgendwann mal ein Card kommt. Oder hier geht auf der anderen Seite gibt es. Ich weiß gar nicht, ob bei allen. Ich glaube bei allen Videos gibt es das auch. An der Seite so eine Suchfunktion. Dann gibt ihr einfach ein Mario Kart Wii. Also immer geteilt Mario und Kart und Wii. Wird ja auch auf die Online-Teile kommen und Offline-Teile. Die Offline-Teile sind da unter und die Online-Teile sind da drunter. Online hatten wir. Ich glaube 64 oder so. Rechnen, ne? Wir hatten ungefähr 28 Fahrer. Warte mal, sind 8 Reihen gewesen. Wow! Am Anfang waren es 12. Man konnte insgesamt, glaube ich, 12 freischalten, so wie 26 mal 2 sind 52. Weil wir hatten ja, ich hatte ja immer so zwei Cups gesagt, dass man immer so 2 Cups fährt und. Ja, ne? Da könnt ihr also die Online und Offline der Teile euch angucken. Ich hatte beim Online gesagt, wenn an einem Tag die Gesamtpunktzahl an Abschluss erreicht ist, wird das weitergehen, aber hätte ich gesagt, das ist irgendwie bis heute nicht der Fall und dementsprechend hatte ich mir dann auch überlegt, also jetzt kann ich auch offiziell sagen, obwohl mein der Hörigkeit nach offiziell. Dass es jetzt auf jeden Fall kein Mario Kart Wii online mehr gibt. Ich fahre auch nicht gegen irgendwen noch online.
Ne, offline klar, aber offline. Nee. Zu viele Schied auch verlegt und Projekt ist durch. Presse war nicht groß. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu spät auf den Zug aufgesprungen bin. Ne? So ist das. Kann aber nochmal hier mit den anderen Mario Kart driven, ne? So also 64 und so, was haben wir denn noch mal für die anderen Mario Karts? Ja, die anderen Mario Karts kann ich alle immer nur über die gelbe laufen lassen. Und das war eine Wand und das war der Sieg. Aber auch völlig ungefährdet, ne? Ja. Völlig ungefährdet, das war fast eine 20 Sekunden. Oh Mann, ey. Wenn man das mal überlegt, 20 Sekunden Vorsprung. 20 Sekunden Vorsprung, schon heftig. Marios Piste. Ja, Rennspiele wird es wahrscheinlich in diesem, auf diesem Kanal öfter noch geben. Ich bleibe dem Sport treu. Guck sie aus. Jawohl. Ob es nun mit den Bundesliga-Tipps ist oder mit Fußball oder mit Rennsport. Natürlich auch mit dem Mario-Charakter, ne? Klar, das wird auch dabei sein, aber Hauptaugenmerk war ja eigentlich am Anfang des Jahres eher so, ja, 2013 kann man dazu sagen, Mario-Serie relativ ausreizend und die Wii U vorstellen. Ich weiß nicht, also ob das jetzt mit der Wii U so gut ist, also ich weiß nicht, war nicht oder ob oder wie. Auf jeden Fall wollte ich dieses Spiel, was ganz viele, was ganz viele will schon, was, ja okay, eigentlich kann ich so sagen, was viele Spielen, die ich abonniert habe, Lego City Undercover für Wii U, das Spiel würde mich schon interessieren. Also ich habe da jetzt mehr oder weniger beim Hering die Sachen geguckt. Okay, auch beim Pfizer, aber mehr beim Hering. ja, verlinke ich unten die beiden Kanäle. Ne? Wenn ihr sie lustig, toll oder genial findet oder wie auch immer oder was auch immer, abonniert die, ne? Und sagt denen auch mit dem Abo dazu. Mein Abo kommt von M615 und dann 5 mal. Ja. kann man so mal machen, ne? So ein bisschen indirekte Werbung. Auf jeden Fall, das Spiel würde mich interessieren. Also vielleicht spiele ich das noch, wenn das jetzt wieder wenn die Review interessant wird. Momentan ist sie ja doch eher uninteressant. Für mich, weil kaum Spiele draußen und wenn, dann sind sie alle eigentlich alle so. Ja, okay, Luigi U, da hat man mich ja auch gefragt, wie sieht es denn aus, Luigi U, stehen noch ganz viele, wie sieht es denn aus mit dir? Gucken wir mal. Wahrscheinlich, wenn es uninteressant wird, dann wird es wahrscheinlich von mir kommen. Der Luigi Fan, jawoll! Der spielt das dann auch. Auf jeden Fall Sieg in ganzer Linie. Dip, 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 dip. So, viertes Rennen, fünftes Rennen, ja. Das war das fünfte Rennen und wir haben alles gewonnen. Und der zweite ist immer zweiter geworden und der dritte ist immer dritter geworden. Oder? Joa, kommt hin. Rechnen wir nach. Joa, kommt hin. Boah. Wie seht ihr das? So als offene Frage. Okay, meine offenen Fragen werden leider nicht so oft beantwortet. Ich glaube in 30 Fällen zweimal. 30 Fällen zweimal. Super. Seht ihr das? Wii U? Ja. Wenn da, wann, dann, wann? Wenn ja, wann, dann? Würde ich schnell oder eher weniger schnell.
später noch die PlayStation 4. Bedenken Sie das. Und das ist ein Tornado. Und das ist Baby Luigi und Baby Mario. Das war ein Panzer, der es nicht bis rausgeschafft hat aus diesem Strudel. Und das ist ein Fake-Fahrzeug. So. Und die tuckern da eigentlich, das gibt's nicht echt. Also. Auf 50, ja, okay, das ist ja für Anfänger gedacht, diese 50er Schnelligkeit. Schnelligkeit 50 ist gedacht für Anfänger, ist auch völlig in Ordnung, dass sie gedacht ist für Anfänger. Bloß die Sache ist die, wenn man sich das jetzt mal das Feld anguckt, also, ne, da hinten, ich weiß ja nicht, wir brauchen über eine Minute, und also, okay, vielleicht bin ich auch viel zu viel Pro schon hier im Spiel, dass ich das einfach nicht verstehe. Wow, nein! Ja, das kann man auch abklopfen. Ich hab fast 1 Minute 21 gebraucht. Na. Und vielleicht bin ich einfach zu viel Pro schon, dass ich hier, das einfach nicht richtig schätzen kann. Also so wirklich Anfänger in diesem Spiel. Das ist wirklich angemessen, so langsam zu fahren. So, Banane ein bisschen mitnehmen. Zack. Jetzt haben wir hier hinten Hit und Panzer. Und ich nehme natürlich beide mit. Warum? Nein. Das ist aber auch sehr knapp, ne? Aber Runden tun wir keinen. Schade eigentlich. So dead mit ihren Zöpfchen. Nein, nicht Zöpfchen. Zöpfchen. Wir wollen es ja auch genau. Zack. Und Sieg! Ja, Toadie Boy, das hast du sehr schön erkannt. Ja, die unteren Reihen, Platz 6, 7, 8. Ja, man könnte eigentlich jetzt auch überlegen, wer denn von diesen, von den Fahrern zusammen nicht dabei ist. Und das kann ich euch ganz einfach sagen, es ist Bowser und Bowser Junior. Weil wir haben ja insgesamt ein Team mehr. Und weil wir ein Team mehr haben als sonst, ne? So. So sieht's aus. Na, ich glaube, obwohl. Ich bin ja jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich das wirklich teile. Also, wenn ich jetzt mir gerade die Zeit angucke, das sind jetzt bei. Oh, knapp 23 Minuten. Über 23 Minuten. Über 23 Minuten. Voll ist. Teilen. Das Video. Ihr könnt das ja sehen, wenn das jetzt, weiß ich nicht, nach 25 Minuten vorbei ist. 25 Minuten schwierig. Nach 30 Minuten vorbei ist, dann könnt ihr ganz, ganz genau, hat es geteilt. Und wenn ihr seht, über eine Stunde. Über eine Stunde spielt er schon wieder. Da habe ich nicht geteilt. Ich glaube, ich teile es doch lieber. Teile das, damit auch nicht so lange Wartezeit ist. So, wir gehen schon ein bisschen hin und her. Nein, das ist ein Fake-Fragezeichen. Ich hab's gesehen, dass das ein Fake-Fragezeichen ist. Und warum fährst du dann rein?
weil die Redaktion. Redaktionszeit zu kurz war. Ne, klar. Reaktionszeit zu kurz war. Zack. Und zack. Aber wir können echt. Ich kann niemanden überrunden. Gleich kommt die Überrundung. Baby und. Ich glaube, im 100er Cup werden wir mit Bowser fahren. Bowser Junior. Im einfachen Grund, weil die hier nicht dabei sind. Ja, war klar. Wir wollen einfach nur nicht, dass wir sie überrunden. Da vorne sind sie. Und nicht überrundet. Schade. Aber sie waren da vorne. Sie waren zu sehen. Die letzte Runde war die Schuldigrunde. You are the winner. Aber hey, komm. 59 Sekunden. So. Das ist doch nicht mal eine Runde. Ey, noch nicht mal eine Runde und die jetzt ist das. Die sind schlecht. Grausam. Grausam. Bowsers Festung. Ja, wir teilen das doch. Ja, ich teile das damit das öfter hochgeladen wird. Erst recht, weil es ja die Meisterschaft ist. Die Meisterschaft ist ja. Der eine oder andere mag jetzt sagen, okay, warum teilst du eine Meisterschaft? Ne? Es hat geklappt. Warum teilst du eine Meisterschaft? Oder teile ich sie doch nicht? Oh Mann, das ist doch schwierig. Ich habe am Anfang gesagt, ich teile sie, ne? Am Abschluss sage ich dann wieder, ich teile sie nicht und dann wundern sich die Leute, warum dieses Video 20, warum dieses Video eine Stunde geht. Aber ehrlich gesagt, ich muss das echt mal ausprobieren mit dem hier, mit dem Stunde-Video. Doch, ich zieh das jetzt hier mal durch. Weil es kommen ja auch noch demnächst die Tore des Jahres, vom Let's Play, von FIFA, kommen ja auch noch demnächst. Und das eine, das von Trainermodus. Der fünfte Teil, der geht über eine Stunde. Ja. Ich weiß nicht, wer das gucken soll. Aber in verschiedenen Teilen zu teilen, war mir deutlich zu doof. Also, guck ich mal, ob das jemand schafft, bis zum Ende durchzugucken. Ich sage nein. Es ist vage, ne? Ich sage nein. Aber ich hoffe ja. Klar. So eine Meisterschaft, ne, ist halt alle Rennen. Am Anfang auch überlegt wegen den allen Rennen, was denn überhaupt so im Einklang ist. Also ich habe mir die Sachen schon angeguckt von den 50ern, die sind ja alle bereits hochgeladen. Der 100er Cup ist schon mal interessanter gewesen. Aber vielleicht weil es einfach 50 ist, ne? Weil 50 nun mal 50 ist und nicht 100. Wie 150 der jetzt aussieht, weiß ich nicht. Ist noch nicht hochgeladen. Das wird erst ab heute wird hochgeladen. Jawohl. Oder, besser gesagt, ab heute Abend. Das ist ja jetzt morgen. Jetzt. Mal kurz nach 6. Uhr morgens, überleg das mal. Jetzt kurz nach 6 morgens. Der spielt schon. Mann, durch die Liebe. Ja, das geht kaum anders. Denn es geht ja noch jetzt, heute auch noch, unterwegs hier arbeiten und so und Treffen gesehen und. Ja. Ne? Und abends geht's Freunden, die wollen irgendwie was feiern. Das ist DVD-Abend danach, so. Mitten in der Woche.
Nur weil die Leute hier Schub frei haben. Fassbar, ne? Muss man dann abends, ne, aus Hamburg, in Richtung Lübeck wieder fahren. Das können wir auch wieder eine halbe Stunde. Und anschließend. Heute. Ich glaube, dann auch nicht gleich morgens, ne? Ich könnte ja in Hamburg bleiben. Merke ich gerade so. Ich muss meine Arbeitskleidung mitnehmen. Oh, die habe ich ja mit. Muss ich aber Deo mitnehmen. Ja. Weil wenn es nicht so riecht, so, so nach so Party und Durchmacht und so. Wenn ich das Video bearbeite, denke ich mir auch, als wenn ich gucke mir die Videos ja dann immer an, ob da irgendwie Fehler drin sind, Fehler oder sonst was. Ich kann mir auch sagen, mein Gott, was laberst du für eine Scheiße? So, hier sind ganz viele Bananen. Und das ist das Ziel! 31 Minuten! Ja, ich sag mal zu, ziehen das durch. So. Waluigi und Wario haben den dritten Platz nicht gemacht. Unfassbar, es ist unfassbar. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Also, los geht's mit der zweiten Hälfte. Also, wenn ich Werbung schalten kann, wird's jetzt Werbung geben. Also, wenn nicht, dann könnt ihr jetzt ohne Werbung weiter gucken. So, entweder ihr müsstet jetzt einen Werbespot ertragen oder ihr durftet weiter gucken, je nachdem wie, wo, was, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Neuntes Rennen von 16 und wie eben gesagt, also ich gucke mir ja immer noch mal die Videos an. Vorher wegen Tonproblemen und sonst was. Mein altes Mikrofon hat ja doch seinen Geist aufgegeben mittlerweile. Also es funktioniert zwar noch, klar, aber das hat man schon in den letzten Tieferteilen gesehen, dass das nicht so ganz mehr Jutsche ist, weil Super Luigi Galaxy merkt man auch, dass das ein oder andere nachsynchronisiert worden ist. Ich hoffe mal, das merkt man nicht so extrem. Also ich habe gemerkt, klar, aber das sind auch meine Videos. Da merkt man, was nachsynchronisiert ist und was nicht. So, und deswegen ist es halt auch manchmal so, dass es auch ein bisschen anders klingt. So ein bisschen. Also ich hoffe, dass das hier alles klar und deutlich zu hören ist. Und dann abschließend das hier auch klar. Nicht und nicht, dann könnt ihr euch in den Kommentaren beschweren. Ja, mit dem Video hochladen, ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, ne? Also wir haben jetzt Anfang Juli. Ja, wie die Band Juli. Juli und Juni. Das heißt auch ein anderer. Ja, Juno und Juli. Juno und Juli. Naja, auf jeden Fall. Man kann das ja eigentlich auch später umplanen und später veröffentlichen und so. Ja, das mache ich schon, aber das mit den Spielen ist schwierig. Mit den Spielen ist schwierig, wenn du mitten in der Woche arbeiten musst. Wenn du arbeiten musst, wenn andere Ferien haben. Und diese Schulkinder, die weiß ich nicht. Die, Neben ihrer Ausbildung eben auch Schule machen. Die dann die Hamburger Ferien haben. Und ich als Schleswig-Holsteiner ja keine Hamburger Ferien habe, obwohl doch. Aber dann muss ich arbeiten. Das ist mir auch cool. Gibt ja Geld. Immer Money. Dann brauche ich hier deswegen nicht so viel Werbung schalten. Deswegen, also, zu 80% wird eben keinen Werbespot gesehen haben. Weil ich das eigentlich nicht so extrem nötig habe. Hier mit mit YouTube man sich Geld verdienen, weil Geld geil, weil ist so. Und ich sag dazu immer noch, was macht mir Spaß, um nicht Geld zu verdienen. Geld zu verdienen, Arbeit zu geben. Auch wenn das hier auch Arbeit ist. Das Arbeitliche wird ja erst kommen, wenn das Video fertig ist, rübergeladen werden muss
gearbeitet werden. Tonqualität und Bildqualität und hast du nicht gesehen. Gott, ich manchmal echt in meinen Dialekt rein. Fassbar. So, gewonnen ist gewonnen. Yeah, 90 Punkte, nächstes Rennen, yeah! Volucis Arena! Bekannt für den einen oder anderen, der sich dieses Video auch gerne anguckt. Von Mario Kart Wii, obwohl das ist die Originalstrecke, das ist die wirkliche Originalstrecke! This is the Mario Kart! Double Dash! So, das Kabel muss erst. Boah, Mario direkt in die Banane gedasht. Was ich vor kurzem auch gehört habe, das habe ich bei einem Neosan LTM Video gehört. Das ist, also das wusste ich persönlich als zweiter geil. Was ich auch nicht wusste, dass GameCube eine Online-Funktion hatte. Echt? Ich wusste das nicht. Also, Online-Funktion. Aber ehrlich gesagt, also Mario Kart Double Dash konnte man irgendwie mit irgendwelchen Mods oder so online spielen. Aber ehrlich gesagt, muss jetzt nicht sein. Weil wenn man nur überlegt, es gibt ja einige Kart-Creator für Wii U. Für die Wii U, sag ich schon. Bestimmt auch für, bald für die Wii U, ja, auf jeden Fall. Creator, die Mario Kart Wii so ein bisschen geändert haben. Die eine oder andere Retro-Strecke hin sie zugebaut haben und die eine oder andere auch gut oder nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Da haben wir auf jeden Fall auch bei eben das Mantel angeguckt. Teilweise fand ich seine Bewertung relativ mau, teilweise hart bewertet, aber Bewertung ist auch immer so eine Sache von wegen aus seinem eigenen Blick. Also der ein oder andere mag ja sagen, boah, das ist so genial, Mann, und der ein oder andere sagt, boah, das ist so scheiße, ne? Wir DSDS. Grausames Format. Grausames. Trotzdem muss ich mir jedes Mal angucken. Weil meine Lebensgefährtin sich das sowas von gerne anguckt. Gut, dass die sich irgendwelche Videos nicht anguckt. Das ist das Schöne dabei. Ich kann immer die hier voll ablästern und, ne? Eigentlich hört sich das gar nicht. Gibt auch, weiß ich nicht, gibt bei Facebook eine Gruppe, vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr, ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video guckt. Dinge, die man normalerweise nicht sagen würde, also zum Beispiel Dinge, die man nicht sagen würde, seiner Ehefrau, seiner Lebensgefährtin, seiner Julian. So, und meine Falle wäre zum Beispiel, dass sie hier sowas. Obwohl, ich sag dir das jedes Mal sogar. Du hast sowas wie Supertalent. Deutschland sucht den Superstar. Popstars. Oh Gott, dann guckt sie nicht Germany's Next Top Model. Boah, grausam. Ja. Ganz grausam. Ganz grausame Formate. Dann guckt mal lieber YouTube. Könnt mal lieber YouTube gucken. Lieber Let's Plays gucken. Gibt ja genug. Gibt ja genug, über, auch über jedes Spiel gibt es ja wahrscheinlich Let's Play. Obwohl, ich versuche ja oftmals meine Spielesammlung zu gucken, welches Spiel noch nicht Let's Play geworden ist. Und ich habe das auch einiges, das eine oder andere auch schon gefunden. Was mir auch zugute gehalten worden ist, bezüglich Smash Brawl, mein allerersten Projekt. Würde ich auch gerne machen, aber andersrum, es gibt ja Let's Play Again, das kann man ja auch machen, und das ist mein Tipp, mal hoch, und das war nicht so cool, sehr schön,
Tada. Da haben mir ganz oft viele Leute geschrieben, dass sie es gut fanden, dass das alles, also dass ich es zu 100% gemacht habe, weil das eigentlich niemand anderes gemacht hat. Stimmt ja auch. Ja, es gab niemanden davor. Wo? Das ist nur. Nein! Kurz vor Ende runtergefallen. Nein! Es gab keinen anderen davor, der das, der hingeschrieben hatte 100% und das später eingehalten hat. Vor meinem Video, ne? Vor meinem Video. Nach meinem Video, ich glaube, dem einen oder anderen, der noch nie gemacht hat, der das gespielt hat, das auch wirklich 100% gezeigt hat. Aber, vielleicht war das erste. Ja, weil. Warum eigentlich? Warum war meistens das erste? Habe ich mich damals gefragt. Also ich hatte mich damals gefragt, welches Spiel, mit welchem Spiel kannst du eigentlich anfangen, deine Let's Play zu spielen? Hatte einige angefangen mit Mario Kart, Das war jetzt die falsche Seite. Okay, dann fahren wir jetzt nicht über diese Brücke. Mit welchem Let's Play kann man eigentlich anfangen, so ein. Ah ja genau, da kann ich. Aha, da wollte ich das mal sagen. Wollte doch mal zeigen, wie es da unten ist. Mit welchem Let's Play kann man eigentlich an? Genau, hier wollte ich auch mal lang. Mit welchem kann man es anfangen? Und hatte eigentlich gedacht, nein, mit Mario Kart offline, weil es gibt ja nichts. Es gibt ja keinen, der das Spiel offline Let's Play hat. Es gibt so viele Leute, die das Ding online gespielt haben. Aber niemand, der das offline gespielt hat. Das Dumme dabei ist, ich selber hatte Mario Kart nie nicht gespielt. Also nicht so Hauptaugenmerk gespielt. Dementsprechend sah das auch relativ schlecht aus. Dazu war da auch meine Möglichkeit noch sehr eingegrenzt. Weil ich damals das noch über mein Magic-Programm laufen gelassen habe. Das heißt also, dass das Bild sehr klein war. Ich glaube, ich muss das mal echt mal machen. Mit dem Bild. Weil es gab mal bei Schlag den Raab. Bei Schlag den Raab, das Together mit LP Mario Party. Den verlinken wir auch unten. Ne? Ja, das wird hier ein reines Verlinken, ey. mit dem habe ich das gespielt und echt, die Schrift war so arschklein. Also, wenn man das auf der, wenn man das. Schriftgröße, ich würde sagen Schriftgröße 2 oder 3, also größer war es. Weil der Bildschirm war arschklein, also ich glaube, der Bildschirm war, wie kann man das sagen am besten, also der Bildschirm, wenn ihr ein iPod Touch, genau, iPod Touch, okay. Ja, wenn ihr mit dem iPod Touch online geht, wir sind in der zweiten Ordnung, wenn iPod Touch online geht, so groß war das Bild, der Aufnahmesequenzen. Das heißt, mit Mario Kart die ersten 12 Teile habe ich nicht größer aufgenommen. Waren einfach nicht größer. So, und was jetzt so komisch gefährt ist, hier die Bauarbeiter fangen jetzt an, hier ihre Bauarbeiteraktion durchzubringen. Also falls ihr euch wundert, weswegen es auf einmal so komisch rauscht. Liegt nicht an mir, liegt nicht am Ton, es liegt an den Bauarbeitern. Entschuldigung. Die Bauarbeiter arbeiten hier ab 14:06. Boah, gut. Beilassen. Ich werde von einem. Wow. Na, die verrollen da auch gleich wieder. Direkt, zack. Ja, das war dumm. Aber das war sehr passend. So, wen haben wir denn da? Donkey Kong, ne? Letzte Runde.
So, den haben wir jetzt in zwei Endrissen aufgerundet. Aber glatt hinter dem zweiten hergefahren. Sehr schön. Ja, wer das Bild war, also die Bauarbeiter. Ich habe jetzt so viele Gedanken. Ich will alles loswerden. Die Bauarbeiter arbeiten ab nach 6. Die machen hier, weiß ich nicht, also was auch immer die da machen. Also, die letzten Tage haben sie jetzt irgendwie die Straße aufgebuddelt und haben die Bäume rausgerissen. Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach hier die Einbahnstraße ein bisschen größer machen wollen. Das ist ja eine Einbahnstraße. Man kann ja nur, wenn man bei Google Maps sich das angucken könnte, also, ja. Wie kann man das erklären, ohne dass man es zeigt? So eine kleine Straße, ja, und man kann da eigentlich nur in eine Richtung fahren, ne, einfach fahren. Und am Ende der Straße gibt es ein kleines Parkhaus, da kann man hingegen wiederum zweispurig fahren, aber man kann nur bis zum Parkhaus fahren. So, und das wollen sie wahrscheinlich ein bisschen ändern, das ist dann weiter als nur bis zum Parkhaus ist, obwohl das Parkhaus nicht wirklich ein Parkhaus ist. Weil, warum Parkhaus mitten in der Einbahnstraße, nach der Einbahnstraße, Fragezeichen, weil hier die Stadt anfängt. Hier fängt die Stadt von Bad Oldesloe an. Ja. Bad Oldesloe, kennt das nicht. Ich kenne Oldesloe, Alkohol und hier. Das ist die Stadt, wo das jetzt mal macht. Ja, ja. So eine Säuferstadt wohnst du? Ja. Du bist nicht Säufer? Ja. Ja. So viel. Nee. Alkohol ist nicht meins. Aber, auch wenn ich manchmal danach ging. Total hacke. Nee. Das ist meine Art und Weise. Die Stimme Art und Weise. Ja. Ja, genau. So. Zurück zum Bild. Zurück zum Bild. Also das Bild ist aufgenommen im iPod Touch Format. Und auf so einem kleinen Bildschirm. Zwei Leute vorsitzen. Mit dem Mikro. Und dann noch ein Text lesen. Und dann noch ein bisschen entfernt sein. Wie stellt sich die Leute das vor? Also ich fand das eigentlich, also es war heftig schwierig zu lesen. Deswegen. Und mittlerweile hatte ich das erwähnt, dass mittlerweile auch ein weiß gar nicht, wie groß der ist. Sehr groß. Aber nicht so Dolby Surround und Plasma und was weiß ich, sondern eher so klassische. Diagonale, keine Ahnung, ich kenne mich dafür leider nicht aus. Auf jeden Fall hat er mehr als 5. Ich glaube, der müsste Diagonale von 25, ja. Ja, kommt hin. Warum jetzt auf einmal doch so genau? Naja, man kann es ja den MacBook. Die Breite, ne, kann man ja wohl nicht anpacken. Müsste 25 sein. Das ist größer als ein 17er und auf jeden Fall größer als der 21er. Aber nur die Bedienung. Ja. Toady Boy hat gewonnen, obwohl ich leider Toady Boy nicht gewonnen habe. Yeah! Toady hat gewonnen! I'm the winner! You bad da da. Ja, sehr schön. Das war Rennen Nummer 13. So, drei Rennen noch. So, Bauarbeiter haben wieder aufgehört. Wahrscheinlich ist das doch zu früh. Andersrum, wenn wir rausgucken, ja, es regnet auch nicht. Also, die jammern doch rum, auch wenn es regnet. Also, es regnet nur die irgendwie auch. Ich weiß aber dann noch nicht, wann sie weitermachen, ehrlich gesagt, weil.
muss ja auch gleich los zur Arbeit. Gleich nach Hamburg. Hamburg. Ich muss auch eine halbe Stunde nach Hamburg. Kann ich das mal erledigen? Und dann fährst du von Hamburg. Nur mal eine halbe Stunde. Meine Arbeit. Also bin ich knapp eine Stunde unterwegs, damit ich nicht. Ach da. Gehen ja nochmal. Ich bin eigentlich oft der Erste dort. Nicht immer, aber oft. Aber ich sitze ja auch. Oh, oh. Sitze nicht beim Shop. Ich verkaufe nicht. Nur derjenige, der rum, der ständig irgendwelche Leute an. Nein! Nein, das ist vorbei. Obwohl ständig anrufen würde ich auch nicht. Ich arbeite ja mit jemand anders da oben zusammen. Und sie macht das mit dem Telefon, oder? Gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Ja, Toadie Boy, schrei mal eine Runde. Schrei, wenn du nicht schreien kannst. Und ich hatte Double Item hier. Blödi. Deswegen muss ich mich ja sowieso ein bisschen beeilen. Genau da habe ich auch nicht. Ne? Eben hier. Mitbewohnerin und so. Und eine Mitbewohnerin, ne? Lebensgefährtin. Ja, schon wieder so ein echtes. Mach ich auch manchmal. Also manchmal, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und die Frage kommt, wohnt sie alleine? Sag ich, nö, ich habe eine Mitbewohnerin. Ja, und dann kommt dann immer die Frage. Kann das denn überhaupt deine Lebensgefährtin denn überhaupt absetzen, die da wohnt? Dann sag ich, das ist sie. Ja, aber ist total. Da gucken die auch immer so doof, ne? Da sagen sie, warum sagst du das denn? So, Toadette fährt hier so ein bisschen mit Toadie Boy hier durch. Das ist ja auch ein paar, ne? Toadie Boy und Toadette. Nenn ich Bruder und Schwester. Oder doch! Oder doch, Bruder und Schwester? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, die sind Freund und Freundin, ne? Toad und Toadette. Obwohl Toadette ja eigentlich nur hinzugefügt worden ist, weil Toad einsam war. Das ist so eine Art. La 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 la! Yeah, Party! Noch zwei Rennen da. So, Verabschiedung muss heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausfallen, merke ich gerade. ein bisschen kürzer. Ich muss auch ein bisschen springen, dass ich gerade weg vorspringen. Peach, vorletztes Rennen. Normalerweise ja eigentlich das zweite Rennen. Aber hatte ich ja schon mal erwähnt. Den Large Teil. Dass die Reihenfolge halt ist, weil man wollte ja Spannung erzeugen, ja, das ist dann sehr schlimm. Das ist Flammen. Das waren Flammen. Flammen, die die Welt bedeuten. Das ist Rettung, die Welt bedeuten. Nee, Flammen. Und 6. Hier wird ja auch die Siegerehrung durchgeführt. Am Peach Beach. Aber die Strecke in dem Falle verstehe ich nicht so ganz. Was fahren die denn überhaupt für eine Strecke hier in Peach Beach? Wenn sie die Siegerehrung fahren. Weil sie fahren ja rum. Ich wollte gerade sagen, dass da jemand schon vor mir ist, ein Faker. Faker.
Ein Faker. Noch eine Fake-Bog. Last Lap. So. Ich glaube, ich bin alles gut geworden, was gut werden wollte. Wenn noch irgendwie was fehlt, also irgendwas nicht so ganz klar ist. Ja, Freunde, von mir, heute, heutigen tollen Tag. Das war ein End! Dann sollte man mir das nochmal mitteilen. So, komm. Er ist recht. Oh, schade. Er ist recht, weil man darauf gut reagieren kann. Ich, besser gesagt, gut reagieren kann. Nach 150er Cup, glaube ich, kann ich am besten darauf reagieren, weil ich einfach gerade überlegt habe, dass es dann heute, dass dann in dem Falle hier, heute lediglich die Meisterschaft kommt und dann erst nächste Woche weitergeht mit der nächsten Meisterschaft. Dann den 100er Cup. Regenbogen-Novella ist die letzte Strecke, 16 von 16 und ich glaube, die habe ich noch nie so gezeigt. Ja, der 100er Cup dementsprechend dann erst zum nächsten Mal. Zur nächsten Woche. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch nicht so gut gemacht. Doch, mir fällt jetzt noch was ein, was vielleicht vergessen worden ist. Wegen den Let's Plays. Ich hatte ja erwähnt, dass Smash Bros. Brawl, dass das mein erstes Let's Play war, weil ich keine andere 100% geschafft hat. Oder dass er gesagt, Romy keine 100% gemacht hat. Das hatte ich ja bei Luigi's Mansion, die versteckte Welle. Das habe ich auch gemacht, weil ehrlich gesagt, das keiner auf Deutsch auch nicht gemacht. Das hat keiner auf Deutsch gemacht. Gedacht, naja, okay, es ist eigentlich dasselbe wie die normale. Es ist bloß was Besonderes, weil sie schwieriger gestaltet sind. Habe ich auch durchgezogen, weil niemand das anderes durchgezogen hat. So. Und es gibt halt auch noch andere Spiele, die in meiner Sammlung sind, die auch nicht wirklich in Deutschland irgendwie durchgekommen worden. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich auf Interesse stoßen. Nein. Wow. Auf Interesse stoßen. Vielleicht laufen sie einfach als Nebenprojekt. Naja, weil wir haben ja jetzt, wenn Mario Kart durch ist, durch Double Dash, haben wir ja Nebenprojekt durch. Als Hauptprojekt ist ja momentan Luigi Galaxy. Was ja jeden Tag läuft, außer wenn es eine Schnaufpause ist, dann läuft es ja einfach nicht. Momentan laufen halt drei Projekte gleichzeitig. Einmal die Mario Party Saga mit dem Together oder was weiß ich. Also ich bin ja dritt. Und das ohne mein Gequatsche, weil es wurde auch gefragt, warum eigentlich? Warum quatschst du da nicht dazwischen? Aus dem einfachen Grund, wir spielen das jetzt dritt und eine nimmt Jamliga wollte nicht tun. Mäßig aufgenommen werden. Ich fände das viel lustiger, wenn wir das einfach mal hinterher labern. So ganz relaxed spielen. Naja, dann habe ich dann halt das gestimmt und deswegen ist kein einziger Teil von Mario Party Together mit Ton. Kann man aber auch ändern. Also das mit dem Together ja nicht. Das wird auf jeden Fall so bleiben. Ohne Ton. Aber mit einem Re-Let's Play, also ein Let's Play Again, können wir nochmal die ganzen Mario Party durchspielen, aber ich glaube, da habt ihr nicht wirklich Interesse dran, oder? So, ein Stern, den wollte ich jetzt eigentlich haben, aber gedriftet, oder was soll's. Kann man ja nochmal ändern, aber das machen ja auch ganz viele, diese. Deswegen, es könnte sein, dass das ein oder andere Nebenprojekt dann ein Let's Play sein wird, was sonst nicht auf Deutsch gibt. Ich würde wahrscheinlich sind das Rennspiele, kann ich schon mal sagen, aber ich weiß nicht, ob sie genau so auf Interesse stoßen oder nicht. Also im Ausland, ganz überraschend, ist der Krummelig.
grundsätzlich die ganzen Rennspiele in Deutschland? Naja, so mittelmäßig. Er läuft nie, ja. Aber im Ausland, also so, wenn ich mal statistisch mal sehe, wenn ich Statistik mal gucke, mir angucke, im Ausland wird das deutlich besser. Also, Ausland ist außerhalb des deutschsprachigen Raumes, obwohl ich Deutsch spreche. Wahnsinn, oder? Das war ein Fake-Fragezeichen. Und das ist auch ein Fake-Fragezeichen, wenn ich meine. Das war ein Stern, verdammt! Deswegen könnte es sein, dass wir das Ding auch nochmal spielen. Gegen wir mal. Also auf jeden Fall, auf diesem Kanal wird es auf jeden Fall, das war meine Banane, noch etwas passieren in der nächsten Zeit, aber nicht viel, weil es eben so. Also hier, ich glaube, der Stern ist noch da, oder? Gerade. Hätte ihn so gerne mitgenommen. Hätte ihn dann Kuscheln lieb gehabt. Obwohl Tony Bayer hätte ihn bestimmt vom Kuscheln lieb gehabt. Und Vater. So, dann haben wir auch noch das Thema abgegrabt. Also das Projekt in den nächsten Weilen kommen. Sind oftmals Projekte, die entweder in Deutschland nicht so beliebt waren oder nicht veröffentlicht worden sind oder das Nehmen. So, dann kann ich jetzt aufrufen, Fragen zu den heutigen Kommentaren, ähnliches oder was auch immer, als Kommentar, als Nachricht, als was weiß ich, posten, werden wir dann thematisieren in der nächsten Woche. Ja, genau, du hast gewonnen, ja, sehr schön. So, das Video dauert über eine Stunde, das kann lustig werden, das kann witzig werden, aber... So, Siegerehrung, das kann witzig werden, erst recht, weil das ist das längste Video, yeah! Längste Video von mir, es ist das längste Video von mir, yeah! Die machen Party deswegen, yeah, Party, ob ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das wird. Das Best of wird von Trainermodus. Aber trotzdem, Party. Yeah, wir haben die Meisterschaft gewonnen. Yeah, Meisterschaft, Glückwunsch. Wir haben 41 Minuten gebraucht, obwohl ich hab so lange gelabert, ne? Das ist immer dieses Dazwischenhängende. Mit dem Zwischenfrequenzen und so und hast nicht gesehen. Ach, das ist dieses komische. Nee, das überspringen wir. Ich dachte, das überspringen wir. Danke. Ja, vielen Dank. Danke, bitte. Immer wieder gerne. Ja, wird gespeichert. Sehr schön. Speichervorgang abgeschlossen. Und wir haben nichts gewonnen, weil es ist der 50er Cup. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Schaltet wieder ein, wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann halt, wenn ihr dazu zwingt. Bis dann und tschüss.